Sarah Connor? Beklemmende Beichte. Was ist bei der Sängerin los? Sarah Connor versetzt ihre Fans in große Sorge. Denn ein Statement der Sängerin ist ziemlich alarmierend. Sarah Connor brennt für die Musik. Die 43-Jährige steht nun schon seit über 20 Jahren auf der Bühne und verzaubert ihre Fans mit ihrem Gesang. Doch nun teilt die Ex-Frau von Mark Terenzi unerwartet ihr Seelenleben und versetzt ihre Bewunderer in große Sorge. Sarah Connor? Selbstzweifel zerfressen sie. Ungewöhnlich nachdenklich meldet sich Sarah Connor bei ihren Fans. Auf ihrer Instagram-Seite teilt die Wie schön du bist Interpretin emotionale Worte mit ihren Followern. Auf eine große Show folgt eine große Leere. Lächerlich zu glauben, dass du das bist, sagt eine Stimme in mir, wenn ich mir Bilder und Videos von den Konzerten ansehe. Und es stimmt, ich habe damit nicht viel zu tun. Ein besorgniserregendes Statement der Sängerin. Ist Sarah Connor, trotz über 20 Jahren Bühnenerfahrung, von Selbstzweifeln zerfressen oder stellt sie ihre komplette Karriere in Frage? Kaum vorstellbar. Doch auch die Fans der Sängerin sind besorgt. Eine Followerin schreibt unter dem Post der Künstlerin, das macht mich traurig zu lesen, dass du so an dir zweifelst. Wenn ich die Bilder sehe, geht mein Herz auf. Ich bin so unfassbar stolz. Das war ich immer, von Anfang an und für immer. Eine weitere Userin schreibt, glaub mir, wir sehen den Menschen hinter der Sängerin, nicht nur die Rolle. Das ist dein Herz, das spricht, wenn du singst, es sind deine Augen, die strahlen, wenn alle jubeln, es sind deine Gefühle, die du spürst. Es ist dein Lachen, das wir lieben, ob wir es auf der Bühne vor 22.000 Menschen sehen würden oder ungeschminkt im Pferdestall, es wäre exakt das Gleiche. Bei so wundervollen Worten müssten die Selbstzweifel von Sarah Connor eigentlich sofort verschwinden. Die Community steht jedenfalls hinter ihrem Idol.